Alle Freunde und alle, die es noch werden wollen, da sind wir wieder einmal. Und heute, aus gegebenem Anlass, sprechen wir eigentlich über das Sterben der kleinen Computerhändler oder wie kleine Computerhändler groß werden sie dann überschätzen und dann auf einmal geht es bums und das ist vorbei. Machen wir natürlich mit Herrn Zoffi und zwar jetzt und gleich. Servus, lieber Oliver. Servus, lieber Helmut. Oliver, du hast wie viele andere auch mitbekommen, dass die Firma Ditech in Schwierigkeiten ist. Stimmt es? Ja, du hast mir das gemailt, wobei letztendlich das nicht sonderlich überraschend ist, dass diverse Firmen nach und nach eingehen. Ich erinnere mich an eines der ersten PC-Geschäfte in Wien, wo er auf der Favoritenstraße eine Spite Shop, das es ja lange Zeit gegeben hat, und dann war so von einem Tag am anderen sang- und klanglos was weg. Wie viele andere Händler auch. Es haben dann diverse Händler versucht, was weiß ich, wie ein Birk oder eben jetzt der Ditech und ähnliche, halt Internetauftritten, Versandhandel und ähnlichem mehr, sich über Wasser zu halten. Letztendlich ist das eine Sache, die einfach der Zeit geschuldet ist. Warum sollte ich zu einem Händler gehen, mir dort eine Hardware kaufen, wenn ich die in Europa irgendwo, ob das jetzt, sage ich mal, vorzugsweise natürlich in Deutschland, weil es dort meistens billiger ist, mir bestellen kann. Und der Händler meistens sagt, das hat er jetzt nicht auf Lager, er müsste es bestellen. Er bestellen kann es selber auch. Und so Händler, also die einen Versandhandel machen, ja, die brauchen dann aber eigentlich auch kein Ladengeschäft. Ne? Das kostet nur unheimlich viel Geld. Aber sie bräuchten ein entsprechend großes Lager, damit sie eben Bestellungen möglichst zeitnahe befriedigen können. Und das kostet viel Geld. Und ja, das ist halt für viele nicht mehr leistbar. Ja, Ja? das ist das. Ich meine, der Ditech hat ja denselben, warum lernen die Leute nichts dazu? Der Birk ist groß geworden, groß geworden, groß geworden, groß geworden. Und der Beteiligung ist nach Deutschland gegangen, genau denselben Weg ist der Ditech angegangen. Mit 22 Filialen, 300 Mitarbeitern zurzeit. Und dann ist gegangen, beim Birk einfach, mit Platsch und Weg war er. Beim Phobis ist es dasselbe. Ich meine, ich sehe schon das ein, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, ich kann mir natürlich beim Amazon oder beim Pearl oder da oder dort was Gutes, was Billiges auch bestellen, aber da habe ich das nicht in der Hand. Ich sehe ja, das eher steht wieder da nur auf dem Bildschirm. Ja, erst wenn ich das dann irgendwann einmal daheim habe und daheim geliefert habe. Also ich sehe schon ein, dass es natürlich auch Leute gibt, die den Versandhandel und auch diesen ganzen Bezahlsystem mit Kreditkarten, mit Nachnamen, mit Vorausrechnungen, mit Bankeinzügen sehr skeptisch gegenüberstehen. Ich meine, ich bin einer, der sagt, wenn es sich ausgeht, und wenn es ein paar Euro mehr kostet, zwei oder drei, ja, dann fahre ich dort hin. Und wenn ich geschaut habe, im Internet hatte das lagert, ja, dann sage ich, okay, grüße, ich möchte das, ja. Und nehme das mit, indem ich das Geld am Tisch lege. Ja. Und nicht, ich kriege irgendwann von irgendwem zu irgendeiner Zeit, möglichst um 6 in der Früh oder um 10 Uhr auf die Nacht, von irgendeinem Hermes-Versand eine Benachrichtigung, dass ich in irgendeiner Putzerei 200 Meter oder 200 Kilometer weiter entfernt und das Makel holen kann. Bis es das letzte Mal wieder passiert, dass ich vom Pearl, also da so Kopfhörer und solche Sachen, das heißt, was da, das Festplatten-Dock habe ich bestellt. Ja, da gingen mir wieder die Sachen am Arsch, das Festplatten-Dock ist so groß. Ja. Der Postler kommt eigentlich immer bei uns um 16 Uhr herum, der Paketpostler. Gut. Beide zu Hause, was ist passiert? Um 7.55 Uhr hat er angeleitet. Na gut,
Meine neue Bettlinge liegen nicht hinter der Wohnzimmertür, dass ich auf die Sprechanlage. Darum bin ich bei der Sprechanlage, aber der mit der Weg. Ja? So. Hat er mir freundlicherweise eine Verständigung hineingegeben. Ja, wir haben da dann bei uns auf der Egerstraße geht das große Hauptpost ab. Ne? Da bin ich mit der Verständigung zu dem Hauptpost abgerannt. Das ist also ein relativ großes Post, ich weiß nicht, ob das Hauptpost ab ist. Habe ich dort angestellt, weil dort musste ich immer anstellen. Da stehen 30 Leute auf jeden Schalter, weil da arbeiten nur noch 3 Leute, statt wie früher 8. Ja? Und wenn ich dann dran bin, dass die auf die Zählung geschaut und gesagt haben, das ist aber schön, dass sie zu uns kommen. Nur, das ist ja beim Postpartner hinterlegt worden. Das ist aber ganz woanders. Das ist da bei der U-Bahn-Station Greau. Naja, dann bin ich mit dem Autobus wieder zur U-Bahn-Station Greau gefahren, beziehungsweise mit dem Autobus zu uns auch, mit der U20 Greau. Hab dann dort den gesucht, der ist in irgendeinem neuen Gebäude, im Viertel 2, sehr schön. Das ist eigentlich ein Copyshop. Gut. Dann habe ich gekriegt für dieses kleine Gerät einen riesigen Karton. Das habe ich dann dort ausgepackt und in dem Karton war viel Papier und hinten noch das ganz kleine Schachtel. Ja, und mit dem bin ich dann wieder heimgearbeitet. Also, ich war unterwegs für das, was ich normalerweise eine halbe Stunde brauche, ja, war ich unterwegs 2,5 Stunden. Ja, weil bis ich den gefunden habe, dort stehen 100.000 Firmen und eine ganze medizinische Einrichtung und alles ist schön eingeritzt und so in den Marmorplatten und so, weil es ein ganz einzelnes Haus ist. Und dort für diese medizinische Einrichtung gibt es 100.000 Wegweiser und so. Und hinten im Weg ist ein Copyshop und da steht ein ganz gelbes Pickel drauf. Postpartner, das war's. Das musst du mal finden und da musst du mir zuerst in das Haus reingehen und von dem Haus kannst du erst in den Copyshop und von außen ist nicht, kein Zugang. Und das ist was, was mich zum Beispiel aufregt. Weil da sage ich, wenn ich etwas will, dann gehe ich dort hin und so grüße. Ich möchte das haben, nehmen wir das aus dem Regal aus und aus. Ich finde zum Beispiel dieses Konzept, ich weiß nicht, was auch nicht schlecht ist, vom E-Tech nicht so schlecht. Du bestellst es, gehst hin, sagst, das habe ich da bestellt, nicht? Und holst du das. Und der sagt, ja, das haben sie bestellt, gut, ja, das ist der Auftrag 4612, da habe ich da dann das Backel, traut sich um, gibt er das Backel in die Hand, nimmt er dein Geld weg und du gehst wieder. Ja, ja, soweit dazu. Ja, was jetzt mit Dietech weitergeht, ich schaue da wieder mal auf mein Düsenaggregat, das du zusammenpflegst. Der Investor soll 51% jetzt übernehmen. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt da gestern hat es da geheißen, es wird um, schauen wir da mal gleich nach, es wird um einen symbolischen Euro, wird ein einstelliger Millionenbetrag zugeschossen. Ja, jetzt sagt die Future Zone, die Gründerfamilie IC Debska soll weiterhin 49% halten, 120 Mitarbeiter, nicht mehr 80, 120 Mitarbeiter wurden mittlerweile beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. Zuerst hat es geheißen 60 bis 80, habe ich gesagt, das wäre bestimmt mehr. Und jetzt heißt es schon der insolvente Wiener Computerhändler Dieter. Ich hoffe auf die finanzielle Hilfe eines deutschen Investors mit polnischen Wurzeln. Sehr schön, so kannst du ein polnischer Investor. Polnische Handelskette. Er soll 51% an Dieter übernehmen. Die Gründerfamilie IC Debska kann dann 49% halten, sagt Dieter-Sprecher Mario Güntel am Donnerstag zur APA. Also das ist ganz aktueller Artikel. Der zuletzt im Medienbericht genannte polnische Investor komme eigentlich aus Deutschland und wollte ungenannt bleiben. Warum sie den nicht nennen lässt, weiß ich nicht. Morgen soll der Deal fixiert sein, eigentlich soll er da heute fixiert sein und das Sanierungsverfahren beim Handelsgericht wieder angemeldet werden. Mitarbeiter abbauen, Filialen schließen, beim AMS-Frühwarnsystem wurden bereits mehr als 120 Mitarbeiter angemeldet. Geplant ist, wie berichtet, zwischen 60 und 80 Mitarbeiter abzubauen und einige Filialen zu schließen. Die Gewerkschaft informiert derzeit die Mitarbeiter über arbeitsrechtliche Belange, so GPA-Vizechef Karl Breuer. Zur Situation des Unternehmens will er sich zurzeit nicht äußern. Spekulationen helfen den Mitarbeitern nicht. Soweit Future Zone von heute. Dort auch nachzulesen. Ja. Ich meine, aber wie du richtig sagst, ich meine, Dieter hat ja auch selber gesagt, okay, wir sind noch haben 15 Millionen Euro Lager. Und wir haben, glaube ich, für 8.000 Euro was am Lager, nicht? Weil natürlich die Händler dann hergehen, beziehungsweise die Lieferanten und sagen, Moment, wenn man kein Geld mehr kriegt, dann liefern wir auch nichts mehr, nicht? Ja. Schau, das Problem an der Sache ist, zum einen einmal haben
müsste da ein entsprechendes Lager da sein. Ja, ne? Das das ist ist das das eine. Problem, nicht? Das zweite ist, nicht nur das Lager. Ich kenne ja einen Phobis und einen Ditech oder wie sie alle heißen, und es ist ja vollkommen wurscht, ob es da jetzt einen Mediamarkt oder sonst wo hingehst. Bitte sagen wir einen Händler, wo du sagst, ich möchte mir jetzt den Monitor oder was weiß ich oder die Tastatur nicht nur in der Schachtel ausschauen, ich möchte es sehen, live, packen Sie mir es aus. Na, das geht nicht, das können wir nicht machen. Die Monitore hängen an irgend. Ich finde, also bei Monitor ist es extrem wichtig, weil wir sehen, wie das Bild ausschaut. Die Monitore hängen an irgendeiner Videoquelle, da rennt irgendein, weiß ich nicht, DVD oder was auch sonst immer. Das interessiert mich nicht. Ich will wissen, wie dieser Monitor bei einer Auflösung von, was weiß ich, 1900 irgendwas, wie der ausschaut. Was kann der Monitor nativ? Das möchte ich sehen, auf einem PC mit irgendeinem Grafikkarten, wie bringt der, wie ist die Schärfe, wie sind die Formen von dem Gerät, das möchte ich sehen. Und nicht irgendein DVD, wo weiß nicht, ein Leopard oder irgendwelche Fische über den Bildschirm schwimmen. Das interessiert mich nicht. Und dann hast du irgendwelche Verkäufer, und das ist das Nächste. Das sind nicht Verkäufer, das sind Frischgeflachte, die kommen, weiß ich nicht, ja. Gestern hat er Handtücheln verkauft, heute verkauft er dann Monitor, günstigstenfalls, ansonsten hast du irgendwelche Studenten, die sich halt nebenbei ein bisschen Geld verdienen, der überhaupt keine Ahnung, der kennt sich hinten und vorne nicht aus. Na, das weiß ich nicht, wie man den anders anschließt. Dafür brauche ich einen Händler. Also ich gehe jetzt dazu an Ditech, habe ich gemacht, wollte mir einen Monitor kaufen, fahre also in die Shopping City, gehe dort hin, wie man einen Monitor ausschaut, die haben genau drei Stück ausgestellt. Den ich wollte, haben sie im Prospekt, ja, aber der ist nicht ausgepackt und nicht ausgestellt, den kann ich mir nicht anschauen, den kann ich mir nur so mitnehmen. Dafür brauche ich bitte keinen Ditech, weil den Monitor kann ich mir überall anders auch bestellen und dann wird er mir geliefert. Und bei mir liefert man Gott sei Dank entweder in die Post. Ja. Da muss ich sagen, da bist du vielleicht selbst schuld, da hättest du auf diesen gelben Zettel genau lesen sollen, weil so ist es mir nämlich ja, auch gegangen, weil ich üblicherweise immer dorthin gehe und dann bin ich dort genau gestanden und habe gesagt, passiert. Aber diesmal nicht, diesmal müssen sie woanders hin, steht eh da drauf, ah wo, ah ja, okay, ja, habe ich nicht gelesen, weil... Genau, das ist mir auch passiert, ich habe gesagt, ja, lesen bildet, nicht? Ich meine, das ist... Okay, also da darf man sich jetzt nicht, da ist aber jetzt nicht der Versender schuld, sondern in dem Fall bin ich selber schuld, hätte ich gelesen, zum einen und zum anderen, auch mir geht es am Zeiger, wenn ich halt ein Backel habe, das weiß ich nicht, 20 mal 10 cm groß ist und ich kriege eine Schachtel, wo ich mich fast als eine ganze einsetzen kann. Ja. Ja, da muss ich aber sagen, das liegt aber daran, lieber Helmut, ich weiß nicht, ob du selber schon Sachen versendet hast. Wenn du etwas versendest, musst du das fünfmal so groß verpacken, möglichst mit viel Papier, möglichst stoßgesichert, weil die in der Post oder egal wo einfach zu blöd sind, wirklich zu blöd sind, mit dieser Ware auch entsprechend umzugehen. Weil erstens einmal haben wir ja eine zentrale Versandstelle, die maschinell funktioniert, der ist der scheißegal, ob da Glaseln drin sind oder nicht. Das fliegt 2 Meter vom Förderbandel in die nächste Kiste und aus. Und der die Kisten nimmt, hat die Kisten irgendwo in sein Auto rein, dem ist das auch wurscht, der schaut auch nicht mehr nach. Ergo musst du solche Dinge entsprechend verpacken, ist leider so. Früher war es was anderes, früher hast du den Postler, früher, vor 30 Jahren hast du den Postler, das sind Handdrücke, bitte aufpassen, ist zerbrechlich. Da ist drauf gestanden, ja. Vorsicht Glas, nicht? Heute kannst du da drauf picken, was immer du willst, du gehst aufs Postamt, gibst das auf, zahlst extra dafür, dass das zerbrecht, dann kommt das Fragil-Picker laufen und dann nimmt er das, den du das gesagt hast und haut es hinten runter. Das fliegt 2 Meter über den Gang, hinten gegen die Wand. Und du stehst dort und denkst, ist der deppert? Haben sie den ins Hirn geschissen? Jetzt habe ich ihm gerade gesagt, das ist zerbrechlich. Ist wurscht, weil die gehen eh so um. Also es bleibt da gar nicht, als Versender gar nichts anderes über, das zu bringen. Ich weiß nicht, wie eine iBox, damit am anderen Ende tatsächlich das Gut auch unzerstört wieder ankommt und man das du auspacken kannst und dass das noch funktioniert. Ja, das ist eingeschränkt, das wäre das schon so eingeschränkt, weil wo ist das Backe gewesen? Da habe ich ein großes Backe, das ist genau in das Backe reinpasst, also in der Brand, ja. Und das ist im linken unteren Eck gewesen, ja.
Die haben das aber sicher nicht dort eingelegt. Also kannst du dir vorstellen, wie die bereits mit dem Bakel umgegangen sind. Doch haben sie. Weil das Bakel war ja nicht beschädigt oder irgendwas. Das hat kein Teil und kein nichts gehabt. Das muss ich schon das sagen. Hat es eh nicht. Das muss es nicht haben. Wenn die das Papier ausführen, das sind die mitten eine haben und der geht her und schüttelt das Bakel, dann wird es irgendwo angekommen. Das heißt, die haben es auch nicht richtig gut verpackt. Ja, weil die hätten statt dem Papier was anderes nehmen können. Wenn es eine gibt, ja, dann ist ja das gar kein Problem. Das ist genau das richtig, was du sagst. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja schon im Laufe meines mannigfachen Berufslebens auch in Verpackungssachen gearbeitet. Und da mache ich das auch so, dass ich das in der Mitte reingebe. Ja. Aber das Bakel Wand auf Wand zu den Karton legt, ja, dann so Wand auf Wand und der Rest von dem Karton ist nur schön ausgelegt mit Papier. Aber nur damit es das nicht aus dem Eck rausrutscht, ja, dann brauche ich nur auf das Eck das drauf haben und das Plastik ist im Arsch. Weil das dann die zwei Kartons nicht aufhängen. Und genau das ist aber 98%. Aber wenn ich vom Amazon kriege, ist das alles so. Und Amazon. Gut, hör auf mit Amazon. Ja. Oder Konrad, ja, wenn ich bei Konrad Bauteile bestelle, ja, weil der Konrad ist ein Softler und er hat, wenn ich dort hingehe, oder von 10 Stickeln, wenn es gut geht, eins, den Rest muss er bestellen. Das bestellen kann ich selber auch, da brauche ich eher nicht dafür. Ja. Kriege ich auch Riesenkisten, ja, und da sind die Bauteile, meistens sind es SMD-Bauteile, so drinnen, dass ich nach Möglichkeit aufpassen muss beim Aussehen und alles Futzel zu legen, ob nicht irgendwo was ausgerunnen ist, ja. Und das irgendwo herumkugelt und ich das dann vielleicht nur weg kann. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, das hat damit nichts zu tun. Über das können wir eine eigene Diskussion starten. Aber deswegen, ja? Das muss ich aber auch für den Leiter sparen. Der will sich da sparen, dass er ein 5-Kilo-Backe, das eigentlich nur 1 Kilo hat, heimt hat. Ja? Ja, aber Helmut, nicht besser, wenn ich jetzt zu dem Titel, wurscht wem, wenn ich jetzt zu einem Händler hingehe, und es ist leider Gottes so, zu 90% so, du gehst dorthin in der Hoffnung, ich möchte jetzt die Platte, den Monitor, die Tastatur, wurscht, die will ich jetzt haben. Drum gibt es ja einen Händler, sonst brauche ich den depperten Händler nicht. Richtig. Ich fahre jetzt da dort hin, packe mich dort ein, gehe rein und sage, die Tastatur, laut Prospekt, jetzt gleich, da Geld, da Ware. Die habe ich nicht lagernd. Dafür brauche ich einen Händler, wirklich. Da muss ich hinfahren, damit ich dem Händler sage, ich will die Tastatur haben, dann sagt er, die hat er nicht lagern, die muss er bestellen. Dann warte ich 14 Tage, 3 Wochen, weil die bestellt er natürlich nicht jetzt, heute gleich, sondern die muss er ja extra bestellen und da lässt er sich was zusammenkommen, das dauert wieder mindestens 10 Tage, dann wird bestellt, dann musst du eine Woche versandt und auspacken und ich weiß nicht, was Neues dazu rechnen. So, dann fahre ich nach 4 Wochen oder nach 3 Wochen noch einmal dorthin, damit ich mir wo anhole. In der Zeit habe ich die Tastatur 5-mal gekauft. Bei Amazon zum Beispiel. Es gibt nichts, was man bei Amazon nicht kriegt. Nur keine Weiber. Wurscht. wenn ich heute bei Amazon was bestelle, ist das in 2 oder in 3 Tagen, wird mir geschrieben, versendet. Okay, das mit der Post, das ist halt so. Ja, damit muss ich umgehen. Aber da gehe ich lieber damit um und sage, okay, weiß, ich kriege das, dann gehe ich morgen, heute ist gekommen, morgen gehe ich auf die Post und hole mir das und das Backel ist halt von mir als 3 Meter groß, ist mir wurscht. Also ich fahre zweimal zu den geschissenen, Entschuldigung, zu den blöden Händler. Geschissen sagt man nicht. Aber das ist egal. Ich habe von Anfang an gesagt, ich rede in diesem Podcast, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und wenn ich sage, das ist scheiße, wenn ich was scheiße finde, dann ist das scheiße. Ja. No, so ich fahre zu dem depperten Händler hin und der sagt mir, das hat er nicht lagernd. Dann brauche ich das Ding nicht. Ja? Ja, gut, aber ich meine, nicht besser bestellen, bei irgendwo anders, so wie die meisten das machen. Ja? Das haben wir nicht lagern, das müssen wir bestellen von irgendeinem Zulieferer. Das kann ich selber auch, da brauche ich den nicht dafür. Und ja, da sparen tue ich mir letztendlich auch nichts. Das ist richtig, weil da spart sich wirklich nichts. Da spart sich die Zeit, dass man sich wieder freinimmt und das noch dann von der Post nachholt, zum Beispiel, wenn man die arbeitsmäßig beschäftigt ist, wird man bestimmt nicht zwischen 8 und 18 Uhr da sein, nicht? Ja, aber ich glaube, am Samstag kannst du sogar auch Vormittag noch gehen. Also ist ja, du kannst dann am Samstag Vormittag gehen, nur dann gehen natürlich auch 100.000 Leute hin, dann stehst du da ewig. Das hast du immer, ja, aber Helmut, nicht besser. Die Post, ich meine, bei dir ist es vielleicht anders, aber bei mir ist die Post keine 10 Minuten zu Fuß von mir weg. Ja? Nein, das bei mir. Dort hinstehen. Nur, wenn ich jetzt in die Shopping City rausfahre, ja? Es ist mir schon klar, aber zweimal, was kostet nur allein und der Ärger, den ich dann habe, das Gift mit dermaßen, dass ich da jetzt rausgefahren bin, weil ich das auf der Webseite sehe und dann komme ich dort hin und
obwohl da gestanden ist, auf Lager, komme ich dort hier und das haben sie nicht. Oder das verstehe ich nicht, da steht auf Lager, ja, aber da haben wir nichts, ja, deppert, dann muss der Lagerhaltung ordentlich führen. Was die Leute ja auch nicht tun, teilweise. Ja? Ja. Ich sag nur, Konrad, heute in einem Megastore verfügbar, schau nach, Fels und auf 5 Stück verfügbar. Hurra, ich fahr raus, komm ich, nicht einmal eins, oder? Schaut nach in sein Computer, ist ganz verzweifelt, da stehen 5 Stück. Wieso hat er keins? Keiner findet es, keiner weiß das, oder hat irgendeiner irgendwas nicht richtig eingegeben und daher haben die nur offensichtlich 5 Stück im Computer auf Lager, aber tatsächlich haben sie es nicht. Vielleicht haben sie es aber auch nur verrahmt, weiß auch keiner. Weil dort lauter Wappler rumrennen. Naja, das ist halt der Nachteil, ne? Ich meine, im Endeffekt kann man aber natürlich auch sagen, ist der Kunde selber schuld, was will der Kunde? Natürlich wollen wir alle das sehen, was wir kaufen. Klar. Aber wir haben jetzt so eine Bandbreite an Produkten, ja. Und das muss ja alles irgendwie auf Lager legen und zahlen. Also muss sparen wir. Man spart natürlich am Fachpersonal. Wir haben uns nicht dahin zu sagen, leimert ja, ich und ich, warum? Was haben sie gemacht? Sie waren Studenten. Tischler waren es, wurscht. Egal. Die sind 20 Jahre alt. Sie waren schon in zwei Geschäften. Dort waren wir nicht sehr zufrieden, aber sie arbeiten noch 800 Euro netto. Nicht, gell? Also, ja. Kunde kommt, Kunde stört. Dementsprechend motiviert ist auch der Herr beim Mediamarkt. Ja. Der Tag hat man zum Beispiel gesagt beim Saturn, er hat am Freitag auch beim Saturn, kann ich nicht bestätigen, aber wie gesagt, der Tag hat man das verkündet. Ist es so, wie es früher beim Kosmos war, wenn ein Verkäufer was verkauft in größeren Mengen, füllt ja quasi diesen Schein aus und kriegt dafür quasi eine Umsatzprovision. Jetzt ist mir damals bei Cosmos schon aufgefallen und auch beim Saturn. Ich habe Saturn da in der UCI Millennium City, dass die Verkäufer dort wesentlich zugänglicher sind. Speziell, wenn du sagst, hören Sie, möchten nicht nur eine 10er-Packe von den billigsten CD-Rollinge haben, dann sagt er, die sind dort auf der Palette. Tschüss, Papa. Aber wenn du sagst, na gut, ich brauche jetzt eine Tastatur, einen Monitor und das, oh ja, aber natürlich und gängstens und so, nicht? Also, da muss man schon. Es hängt auch an der Mitarbeitermotivation. Und dass ein Mitarbeiter, und ich war ja selber, wie du weißt, ja lange Zeit im Verkauf, dass es halt Mitarbeiter gibt, die sagen: Okay, ich gehe hier arbeiten, um dann auf Nacht in der Hand zu gehen und der Kunde stört. Ja? Weil ich kriege, egal was ich verkaufe, nicht mehr und nicht weniger, dann ist es auch klar. Bei mir war es halt so, mir hat das Spaß gemacht, mit den Leuten zum Reden, auszufinden, was der braucht, was der will, genau deswegen reden, ja, und denen auch zu helfen und so. Also, ich habe keine zusätzliche Motivation gebraucht, aber in meinem ersten Job habe ich auch gekriegt, ein gewisses Fixum und eine Umsatzbeteiligung. Ja, das sagt heute jeder, wenn du ihm das vorschlagst, ja, lieber Freund, wir können uns da nicht für 300 Millionen am Warenlager kaufen, weil heute kaufe ich das den Monitor, um 99 Euro ein Stück. Morgen wird ja aber um 99 Euro ein Stück verkauft, inklusive Mehrwertsteuer an Kunden. Also, da habe ich doch einen 70er Verlust. Und davon soll ich mir jetzt 200 Stücke aufs Ding legen. Das geht nicht. Es wird so viel, die Größe, das Warenangebot ist so groß. Du kaufst dann wahrscheinlich wie immer die hochwertigeren Sachen, Tell und solche Sachen, oder einen Ezo-Monitor oder so. Ich kaufe mir einen LG-Monitor, der andere kauft sich einen Bank-Monitor, der nächste kauft sich einen Philips-Monitor, einen Panasonic-Monitor, einen Samsung-Monitor. Ja, bitte. Und das natürlich in verschiedenen Größen, von 17 Zoll Breitbild bis, manchmal sogar nur 4:3 haben. Ist eh schon wurscht, nicht? Und das muss ich mir alles aufs Lager legen. Ich meine, muss ehrlich sagen, ich verstehe natürlich die Firmen auch. Daher sage ich, meiner Ansicht nach ein gutes System ist das von E-Tech. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt da drei oder vier Mal bei denen was gekauft. Ich bestelle, ich schaue im Internet nach, ich sage, ist das auf der Filiale, bei mir ist die nächste am Handelskey, neben der Millennium City, dort in der Genke, ist das dort lagert? Ich sage, gut, dann bestelle ich das, ich hole mir es morgen an, ja, im Laufe des Tages, dann komme ich dort rein, sage, Grüße, da stehen meistens gar nicht viele Leute, weil es geht meistens untertags. Also, wo nicht alle Leute, die was arbeiten, hingegangen tut sind. Also, dann ist das da, das grüßt sich, führst du so, ja, nein, da haben wir in der Parke, wir kriegen von Ihnen 240 Euro. Danke. Wiederschauen. Ja.
Also ja, ich glaube, das war dann dankbar. Du kannst das dann dort anschauen auch, live. Ich meine, nur mal Helmut, welchen Sinn macht es, über das Internet zu bestellen, bei einer Firma, wo ich dann hinfahren muss und mir das dann fertig verpackt hole, wenn ich mir es nicht anschauen kann? Da kann ich mir es bei Amazon auch bestellen. Die liefern mir das heim. Das ist richtig. Ich will ja, für mich ist es ja nur dann interessant, zu einem Händler zu gehen, wenn ich mir die Ware vorher anschaue, ob das überhaupt das ist, was ich haben will, und dann sage ich so, jetzt will ich es mitnehmen. Jetzt will ich mir es kaufen. Ja, wenn ich das nicht kann, dann brauche ich den Händler nicht dazu. Dann ist der Händler für mich sowas von unnötig wie nur wie ein Kropf. Wozu? Richtig. Gut. Um jetzt zu Hause eine Webseite zu öffnen und zu sagen, ha, diesen Monat will ich haben, den bestelle ich und morgen fahre ich, ich weiß nicht wohin, weil dort hole ich mir dann an, dann kann ich sagen, okay, bitte liefern wir ihn heim an. Das kann ich bei Amazon auch, da sehe ich das klumpert vorher auch nicht. Da weiß ich auch nicht, ob mir das gefällt, ob das meinen Anforderungen entspricht und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja. Wenn du den Monitor, oder wie auch immer, wenn du das kaufst, kriegst du das Backel in die Hand gedrückt, gibst das Geld und dann fährst du heim und dann schaust und dann kommst du drauf, oh, das geht ja gar nicht. Das heißt, du kannst dann wieder hinfahren. Ja, das ist natürlich, ja, aber verstehst du so, mich, was ich damit sagen will? Und ja, sag mal, so wie ich jetzt rede sicherlich viele auch, weil der so, wozu? Was? Früher hat bis zu einem Händler gegangen, wurscht, erinnert dich, der Alf auf der Gudrunstraße. Ja, bei uns war es dasselbe. Ja, ne? Da hast du alles schon kennen. Das, was da ist, ist ausgestellt gewesen. Das richtig. Das kann angreifen, das kann einschalten, umschalten, das genau. Kann eigene Disketten einlegen in den Computer, den alles angehängt und dann hast du gesehen, was der Monitor kann. Oder richtig, ganz Computer genau kann. So. Und der hat auch nicht irgendwelche Produkte in einem Plan gehabt, die er überhaupt nie hat. Ja? Der hat das, was er hat, hat er angeboten. Er hat gesagt, den Monitor oder die zwei, die habe ich, was anderes habe ich nicht, die kannst du haben. Punkt. Aber die habe ich. Wenn du kommst und wenn du zu mir ins Geschäft reinkommst, kannst du das Ding anschauen und dann kannst du es mitnehmen gleich. Nicht in einer Woche. Jetzt sofort auf der Stelle. Weil das habe ich im Lager. So, und jetzt sind die ganzen Händler hergegangen, immer größer und ja, müssen natürlich genau. Ein Webportal haben bis zum Anwinken, weil wir müssen ja, wie du sagst, 100.000 verschiedene Monitore haben. Keine Sau braucht das. Ich brauche 3 Monitore von mir als 3 Hersteller, alle Größen. Ich als Händler werde mir aussuchen, was ich verkaufe. Ich muss nicht haben, wenn der Kunde kommt, bitte haben Sie den Eizemonitor? Nein, habe ich nicht, weil bei uns kauft keiner einen Eizo. Der ist teuer. Aber du kannst einen HP haben oder du kannst einen Samsung-Monitor haben oder einen LG-Monitor, weil die sind von der Qualität her, vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Den kannst du jetzt haben, den habe ich da, den kannst du anschauen und den kannst du jetzt gleich und sofort mitnehmen. Wenn du einen Eizemonitor haben willst, der ist dreifache Kost, den wir vielleicht, wenn es gut geht, einmal ja verkaufen. Den kann ich da gern bestellen, für die, ja, den kannst du bei mir holen oder du bestellst dann irgendwo. Aber anschauen kannst du nicht. Ob er dir gefällt oder nicht, kauf ihn blind. So, das können wir natürlich nicht, also müssen wir das in das Portal aufnehmen und dann haben wir, wie du richtig sagst, Waren bis zum Anwinken und natürlich kann man sich das nicht alles auf Lager legen, ist eh klar, weil woher das Geld nehmen, ja. Richtig. Das ist ja heute immer alles just in time. Ich muss die Ware sofort, wenn ich es heute kriege, muss ich spätestens morgen verkauft haben. Die Lagerdrehung, wie du schon hast, ja. Richtig, weil ich habe ja, das Lager kostet ja Platz, das ist ja totes Kapital, verstehe ich alles. Ja. Ja, aber dann kann ich halt nicht so ein riesen Lager haben. Dann muss ich halt mein Warenangebot auf das beschränken, von dem ich weiß, dass es auch von der Qualität her brauchbar ist, dass es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, dass der Kunde das auch in einer absehbaren Zeit kauft. Ja. Ja, da musst du den entsprechenden Kundenkreis haben. Und jeder sagt, wir wollen mehr Kunden, mehr Kunden, mehr Kunden. Und das kriegen wir nur immer mehr Auswahl. Mehr Auswahl, mehr Auswahl. Und von jedem nehmen wir einen Stiegel. Und wenn der Krieg hat, dann ist er da. Und wenn er Pech hat, muss er halt 2 Wochen warten, bis die nächste Lieferung eintrifft. Und das ist halt das Problem. Und nachdem ja das viele oder fast alle Firmen mittlerweile so machen, ist, sind wir wieder dort, weil ich als Kunde gehe jetzt nicht, also wie früh warst du, aber hat es eine gewisse Treue gegeben. Also deine Kundenbindung gehabt. Ja. Ja, da bist du halt zum, weiß ich nicht, Dieter hingegangen und wenn du dort zufrieden warst, dann bist du immer dort hingegangen. Ja, wurscht, ob der Monitor jetzt um 30 Euro teurer ist, also ich weiß nicht, beim Phobis, ja, nur um jetzt Namen zu nennen, egal, du warst, der Verkäufer war da sympathisch, der hat da immer alles richtig gegeben, das war, die war alles super, Leihwand, also bist du immer zum Dieter gegangen. Das macht heute keiner mehr. Keiner, nicht einmal markentreu, ja, vollkommen wurscht, was das ist. Das warum? Ding ist gut, das erfüllt jetzt meine Anforderungen, das kaufe ich. Egal wie es heißt und egal wo.
Ja, und damit ist natürlich das, wie die Händler jetzt sagen, ich muss ein immer größeres Angebot haben, ja eigentlich suboptimal, ne? Das Ja, ist können sie sich richtig, nicht aber leisten, das geht nicht mehr. auf der anderen Seite, wenn du das wieder nicht hast, ne, dann brauchst du in irgendwelche Foren oder in irgendwelche Sachen schauen. Ja, der hat ja keine Auswahl, der kann ja nicht einmal was bestellen. Das ist ja, ja, natürlich sind die meisten, das, was du sagst, ja, der hat das ja nicht lagert. Aber auf der anderen Seite hätte er wieder nur 10 Stiegen auf Lager, sagt er jeder Dritte, der kann Auswahl. Das ist heute, das ist ein Kreislauf. Ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt, aber ich glaube nicht, dass man so rauskommt, dass man halt noch immer noch mehr Leute auf noch mehr Standorte mit noch weniger Sachen ausstattet. Ja. Du, der Ausweg, den diese Firmen ja letztendlich suchen oder der sich anbietet, das sehen wir eh. Versandhandel. Ja, Ja, was du anderes. brauchst ja nur schauen, das ist ja nicht der Computer. Es ist ja eigentlich in allen Bereichen Ja, so. bald müsste ich Man Versandhandel schaut auch auch, da was weiß ich, bestellen. wenn ich elektronische Bauteile nehme. Früher hat es in Wien unzählige Elektronikgeschäfte gegeben. Ja. Der Elkund in der Hollandstraße, vis-à-vis, wo ich gearbeitet habe. Den gibt es schon ewig nicht mehr, weil er nicht nur den, was ist im Breznach oder im Jesina, im 6. Ja, Bezirk, ja, oder die Printtechnik. Printtechnik, Die Top-Elektronik, gibt's wurscht, wie aber die nicht alle mehr, oder? geheißen haben. Ja. Die sind einer nach der anderen haben zugemacht, letztendlich aus dem Grund, weil die Auswahl einfach, das haben sie sich nicht leisten können, ja, die sie hätten haben müssen. Die Bauteile sind immer billiger geworden, du hast alles bestellen können, dann kam eben der Konrad. Man, obwohl der Konrad ein Saftladen ist, weil wenn du hingehst und willst was haben, dann hat er das eh nie, das musst du eh immer bestellen, ja, es ist eh wurscht. Trotzdem, ja, es gibt halt keinen mehr, wo du in Wien jetzt was einkaufen kannst. Ja, Ist das weg? Gibt es nicht mehr, ja, es gibt nur mehr Versandhandel. So, das ist selbe ist beim Modellbau. Die meisten. Es gibt Spülwarenhändler, die vielleicht doch eine Modellbahnabteilung haben, möglicherweise, und die werden auch immer weniger. Ja? Und die echten Modellbahnhändler, die Fachhändler, sterben auch mit der Zeit aus. Das führen halt nur alte Männer, die sind in Pension gegangen. Dann geht die Firma Meier, weil keiner das mehr führt, weil ich halt alles über den Versandhandel beziehe. Ja? Du hast halt ein Lager oder respektive kaufst du eine Ware, da steht von Haus aus dabei. Ich bestelle selber, weil es es in Österreich nicht gibt. Ich bestelle selber in Deutschland, weil ich Ja, haben wir eh schon US-Modellbahner gesagt. bin. Da steht dabei, Lieferzeit 3 Wochen. Ja, das ist halt immer die Problematik. Nicht? Also man kann nicht mehr mithalten und man kramt sich dann selber an die Kundschaft an. Du hast schon recht. Weil ich halt früher noch so von wegen der Kundenbindung im Kunden gehabt, der ist schnurstracks. Eine Kuba, ob das jetzt bei CD-Computer war oder bei CD-Computer, da ist eben zugeschaut, schaut den an, ja, kann ich da helfen? Nein, komm zu mir, Fürst. Ich habe mir gedacht, ich komme zu der Ehre, gut, ich habe mich das letzte Mal gut beraten, ich habe gute Sachen bei Ihnen gekauft, also bitte danke, ich brauche das und das und das. Ja? Es ist ja so weit gegangen, dass ich habe da so eine kleine Selbstständige hergekommen, und zwar Professoren, ja, wie bei der Firma nicht mehr gearbeitet habe. Da haben wir die daheim angerufen, die sagen, ich brauche einen neuen Computer, sag ich, und die Firma gibt es nicht mehr, gehst du zu der Firma, wo es immer war. Nein, das ist mir wurscht, der kommt zu Ihnen. Ja, das sage ich, ja gut, aber ich bin jetzt daheim, ich meine, ich habe momentan keinen Job, ich kann Ihnen sagen, Mut, ich muss was kriegen. Ja, genau, das will ich haben und das, und dafür zahle ich. Ja, genau so ist es passiert. Aber nur das gibt es heute nicht mehr, weil, warum, wie du richtig sagst, der Verkäufer beim Mediamarkt, beim Saturn und so ist austauschbar. Der ist der billigste Kostenfaktor. Nicht? Genauso wie wir da ja sehen beim D-Tech, dann haben wir halt 120 Leute raus, nicht? Dann wird das schon gehen. Nicht? Gut. Das heißt, du bist der Meinung, es wird sich wahrscheinlich analog Amazon, Versandhandel und dergleichen durchsetzen. Genau das meine ich, das sieht man ja auch, dass das immer mehr überhand nimmt und dass eben Händler mehr oder mehr aussterben. Zum einen auch wird der Verkauf oder der Handel direkt ab Werk vermutlich größer werden, einfach aus dem Grund, früher hast du als Hersteller einen Händler gehabt, der quasi zwischen dem Kunden und dem Hersteller war. Sprich, der Kunde hat beim Händler eine Ware gekauft, hat sich beim Händler beraten lassen, hat ein Problem gehabt, dort ist er zum Händler gegangen, der hat ihm Support geliefert. Wenn was nicht gegangen ist, hat er es dem Händler in Hand gesagt, bitte reparieren.
Und der Hersteller hat eigentlich immer nur mit dem Händler Kontakt gehabt. Heute geht der Kunde und geht der Kunde den Händler, weil der Händler oft, nicht Entschädigt. immer, aber oft ein Wabler ist und sagt: Ja, da war's ja, da fragen sie, da rufen sie gleich dort an. Ja, wozu brauche ich als Hersteller noch einen Händler, dem ich ja entsprechende Preise machen muss? Ja, weil sonst verkauft das ja nicht. Ja. Wann dann der Kunde wieder mich quält, weil irgendwas nicht funktioniert oder weil er die Betriebsanleitung nicht versteht. Das müsste ihm der Händler erklären. Der Händler muss ihm sagen: So, schau, da hast du die Ware, so funktioniert das. Wenn du ein Problem hast, dann kannst du bei mir Support haben, weil du hast das ja bei mir gekauft. Ich verdiene ja an dir. Ist heute nicht mehr. Ja, Also. also dann sagen wir mal als Conclusion, es kommt raus, der Versandhandel wird stärker werden, der kleine Händler wird sterben, auch die größeren Händler werden wahrscheinlich nur noch marginal verdienen. Ja. Und Sachen wie, du kaufst ja gerne beim Dell, also direkt beim Hersteller, über das Internet ein, weil das ist ja im Endeffekt dasselbe, du kannst ja dein Computer eigentlich dort zusammenstellen, da gibt es ja so einen Konfigurator, das haben sie dann auch Genau. eingeführt beim Dietrich. Wird man schon mal die Überhand nehmen, nicht? Weil, klar, ich gehe davon aus, der Hersteller ist billiger, der Hersteller sagt, ich bin eigentlich eh nicht billiger, weil ich strafe diese Handelsspanne auch noch mit ein, nicht? Und schicke das Geld direkt zum Kunden. Gut. Genau. So weit, so gut, dann danke ich dir schön wieder mal fürs Gespräch, wie es so schön heißt. Und ja, sagen wir mal, wir werden uns wahrscheinlich nächste Woche wieder sehen oder werden mal schauen, wann wir uns wieder sehen, aber das werden wir schon noch hinkriegen. An alle anderen ein herzliches, leises und zum Abschied Servus. Servus.